Meine Damen und Herren, dieser Europäische Rat findet in einer Zeit statt, in der wir in allen europäischen Ländern Wachstum haben. Und wir werden mit unserer Agenda heute hier alles dafür tun, damit die Veränderungen auch spürbar werden für die Menschen, sowohl was Arbeitsplätze anbelangt, aber auch was das Thema Sicherheit anbelangt. Wir werden über die europäische Verteidigungspolitik sprechen, die gemeinsame Verteidigungspolitik. Wir werden über Terrorismus und den Schutz davor und die Bekämpfung des Terrorismus sprechen. Und wir werden natürlich auch andere Themen der wirtschaftlichen Entwicklung auf der Tagesordnung haben. Wir lehnen uns damit an die Agenda von Rom, die wir uns gegeben haben. Und ich will ganz deutlich sagen, für mich hat die Gestaltung der Zukunft der 27 Mitgliedstaaten Vorrang auch vor der Frage der Verhandlungen mit Großbritannien über den Austritt. Natürlich werden wir diese Verhandlungen zügig führen. Wir werden sie intensiv führen. Wir werden alles daran setzen, auch weiter, so wie es bisher gelungen ist, die 27 Mitgliedstaaten zusammenzuhalten. Wir wollen diese Verhandlungen so führen, dass sie in einem guten Geist stattfinden. Und wir wissen, dass wir auch später mit Großbritannien zusammenarbeiten wollen. Aber der klare Fokus muss auf der Zukunft der 27 liegen, damit wir auch Resultate haben zum Besseren. Wir werden zum ersten Mal den neuen französischen Präsidenten hier dabei haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, weil ich glaube, dass gerade auch Kreativität und neue Impulse, die von Frankreich ausgehen, die von Deutschland und Frankreich ausgehen, allen gut tun können. Und ich glaube auch, dass die estnische Präsidentschaft, die bald die Arbeit übernimmt, natürlich danke ich Malta ganz herzlich, aber durch die Fokussierung auch auf den digitalen Binnenmarkt sehr wertvoll sein kann, sehr gute Resultate bringen kann. Denn wir brauchen hier mehr Tempo. Die Welt wartet nicht auf uns. Europa ist hier nicht führend und wir müssen den Anspruch haben, führend zu werden. Ich werde dann am Abend auch meinen Kollegen noch darüber berichten, welche Tagesordnung wir uns für das G20-Treffen in Hamburg vorgenommen haben. Und ich hoffe auf Unterstützung. Die Agenda wird natürlich Themen wie Klima, Pariser Abkommen sichern und Fragen des freien, offenen, fairen Handels umfassen. Aber auch das Thema Afrika ganz stark, was ja für uns im Zusammenhang mit der Migration auch von allergrößter Bedeutung ist. Also ein spannender Rat. Ich glaube, ein in optimistischer Stimmung stattfindender Rat. Und ich hoffe doch auf einige konkrete Resultate, insbesondere im Bereich der Verteidigungspolitik. Herzlichen Dank.